Bei unserem Windnor-Teilprojekt geht es um das Thema flüssiges Eis zur Kältespeicherung. Wir haben jetzt ein neuartiges Verfahren zur Eiserzeugung entwickelt. Das ist ein sehr effizientes Verfahren und es entsteht ein Eis, was pumpfähig ist. Deswegen nennen wir das auch Flüssigeis. Und durch das Eis erreicht man auch eine sehr hohe Energiedichte mit dem Wasser im Vergleich zu einem Kaltwasserspeicher. Weil Wasser ist natürlich ein sehr preiswertes Speichermedium. Das Verfahren funktioniert folgendermaßen. Man hat einen Stahlbehälter. In diesem Stahlbehälter befindet sich eine Wasservorlage hier unten. Und dieser Behälter ist evakuiert, das heißt, die Luft ist entfernt. Und hier oben befindet sich ein Verdichter, der den Wasserdampf, der sich über dem Wasser befindet, absaugt und auf ein höheres Druckniveau fördert und dann wieder kondensiert. Die zweite Besonderheit ist, dass für die Verdampfung des Kältemittels, die hier unten stattfindet, die Wärme, die kommt aus dem Wasser selber. Und wenn das Wasser dann 0 Grad Celsius erreicht hat, dann kann es sich bei der Energieabgabe, bei der Wärmeabgabe nicht weiter abkühlen, sondern es fängt an zu gefrieren. Dann ist hier noch ein Rührer eingebaut, der dieses Wasservolumen in Bewegung hält, sodass diese Wasseroberfläche nicht zufriert, sondern es entsteht, was wir Flüssigeis nennen, also ein pumpfähiges Gemisch. Das wird dann aus diesem Bereich abgepumpt in einen Speicherbehälter, der die Besonderheit hat, dass er ohne Einbauten, ohne Wärmeübertrager auskommt. Deswegen ist er vergleichsweise preiswert und man kann große Mengen an Energie günstig speichern. Wenn dann Kälte benötigt wird, dann kann man aus diesem Speicher einfach das Flüssigeis wieder entnehmen und damit zum Beispiel einen Kaltwasserverbraucher versorgen. Bei den sonstigen Kältespeicherverfahren gibt es die sogenannten sensiblen Kältespeicher, also im einfachsten Fall ein Kaltwasserspeicher. Und da erfolgt die Speicherung immer durch eine Temperaturänderung. Und wenn man viel Kälte speichern will, muss man die Temperatur stark absenken und damit verringert sich die Effizienz der Kälteerzeugung. Es gibt auch andere Eisspeicherverfahren, Festeisspeicher, bei denen ein fester Eisblock entsteht. Und da ist das Problem des Wärmetransports, weil dieser feste Eisblock den Wärmetransport zwischen dem Speichermedium und dem Kältetransportmedium behindert. Und diese Nachteile werden bei dem Flüssigeis überwunden, weil hier das Speichermedium gleichzeitig das Kältetransportmedium ist. Roundabout 30% ist die Effizienz mit diesem Verfahren höher. Und damit lassen sich dann besser Anwendungsfälle erschließen im Bereich Power to Cold, also die Speicherung von Energie in Form von Kälte. Thank you.